Willkommen zu unserem zweiten Teil zum Thema Vier-Quadranten-Modell für PLM. Heute beschäftigen wir uns mit dem Fall CTO, also Configure to Order. Damit man sich aber damit beschäftigen kann, muss vorher klar sein, wie funktioniert eigentlich Konfiguration. Über Konfiguration wird unglaublich viel geredet und wir benutzen hier ein Wort für ganz unterschiedliche Sachen und wir wollen hier auch mal wieder ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Also, wir besprechen heute die Fälle Configure to Order geschlossen, das heißt, ich habe einen geschlossenen Varianzraum und den Fall Configure to Order, wir nennen CTO Plus, halbgeschlossen, also ich habe einen halbgeschlossenen Varianzraum. Interessant wird der Auftragsdurchlauf und der lässt sich sehr schön mit dem Vier-Quadranten-Modell darstellen und da schauen wir mal drauf. Dazu aber erst ein paar Vorüberlegungen. Was sind denn die notwendigen Elemente für die Konfiguration? Einfach vom Sprachgebrauch. Ich sage immer gerne, es muss einen Variantenraum geben. So, was ist der Variantenraum? Der Variantenraum enthält die Merkmale eines Produktes und deren Ausprägungen. Darüber hinaus enthält er aber auch die Regeln, welche Merkmale in welcher Kombination überhaupt gewählt werden dürfen. Alles zusammengefasst in einem einfachen Wort, Variantenraum. So, viele Unternehmen haben schon Schwierigkeiten, den Variantenraum solide überhaupt zu erzeugen, einen Prozess zu etablieren, dass der Variantenraum im Prinzip entwickelt wird und auch kontinuierlich weiterentwickelt wird. So, wir schauen erstmal drauf, was heißt denn das? Merkmale und Ausprägungen, wir nehmen das Beispiel Stuhl, Stuhl kennt jeder, damit kann man es schön erklären. Wir hätten zum Beispiel Merkmal Sitzfläche, die könnte es jetzt gepolstert und nicht gepolstert geben. Wir hätten Merkmal Beine, die könnte es vielleicht als Drehbeine, Schwingbeine, Standardbeine oder Strandbeine geben. Armlehnenform könnte jetzt rund, gerade oder vielleicht haben wir gar keine Form oder gar keine Armlehne. Und die Armlehne könnte es jetzt gepolstert oder nicht gepolstert geben. Soweit die Möglichkeit, die der Kunde wählen kann. Jetzt kommen aber dazu Regeln. Hier habe ich mal ein Beispiel für so eine Regel gemacht. Also wenn die Armlehnenform rund ist, könnten wir zum Beispiel festlegen, dass dann die Armlehne gepolstert sein muss. So, Sie sehen hier eine typische Marketingregel. Beispiel: Wenn der Ländercode Saudi-Arabien bei einem Truck kommt, dann wird automatisch der größte Kühler eingebaut. Das ist natürlich sinnvoll und keiner in Saudi-Arabien möchte den großen Kühler wählen. Der wird in dem Fall zugesteuert. Das wäre ein Thema Zusteuerung, kommen wir nochmal nachher drauf. Auf der anderen Seite kann man zum Beispiel sagen, wenn ich die Luxusausstattung im Fahrzeug habe, dann muss ich auch das große Entertainment-System nehmen. Das wäre jetzt eine reine Regel aus Marketing-Sicht, so wie wir die hier haben. Wie immer man die Regeln macht, es gibt technische und Regeln aus Marketing-Aspekten. Sie müssen irgendwo definiert werden und es muss auch jemand im Unternehmen geben, der das kann und auch tatsächlich tut und der die Hoheit darüber hat. So, wenn wir das Ganze jetzt haben, dann können wir in eine Produktlinie mit einer 150% Stückliste gehen. Damit man es schön sieht, haben wir das mal im CAD für den Stuhl entsprechend gemacht. Und jetzt kann man den entsprechend auskonfigurieren. Und hier hätten wir von mir aus einen auskonfigurierten Stuhl in der Standardversion. Hier hätten wir einen auskonfigurierten Stuhl in der Strandversion, schön mit Strandbeinen, dass die nicht im Sand versinken, aber auch mit Polsterung. Das heißt, hier hätten wir die auskonfigurierten Produkte. Und im Prinzip wären das Produkte mit wählbaren, konfigurierbaren Produktkomponenten. So, das sind eigentlich schon die wesentlichen Dinge, die wir für eine Konfiguration brauchen. Variantenraum, die Produktlinie mit den 150%, daraus auskonfiguriert die 100%. So, schauen wir uns das Ganze weiter an. Der Variantenraum muss jetzt mit Produktelementen verknüpft werden. Was ich bei vielen Unternehmen sehe, ist folgendes, dass man das Gefühl hat, dass eine Option gleich eine Baugruppe ist. Das ist aber nicht richtig so, sondern wir ordnen Optionen aus dem Variantenraum Baugruppen zu. Ich habe hier leider jetzt immer eine 1:1 Zuordnung, aber nur, dass man es mal sieht. Also ich sage, es gibt die Beinarten und jede Beinart hat hier eine Entsprechung in unserer Produktstruktur oder in unserer Stückliste. Es könnte aber natürlich auch sein, dass jetzt mehrere Optionen hier drauf wirken und von mir aus die Beine Büro kommen, wenn eben Beine Büro und irgendwas Luxus oder sonst was oder Farbe Rot. Und damit, und das ist das Wichtige, haben wir eine Entkopplung der Variantenoptionen von unserer Produktstruktur. Die Produktstruktur wird dann gesteuert oder die Stückliste von den Variantenoptionen. Achtung, ich nutze hier immer so mal Synonym Produktstruktur Stückliste, ist natürlich nicht ganz richtig, aber für unsere Erklärung an der Stelle ist es völlig ausreichend. So,
Und jetzt sehen wir hier drunter, hier hätten wir jetzt die unterschiedlichen Beine. So, die nächste Frage ist, wie sieht es denn eigentlich aus mit externer und interner Varianz? Warum nicht jeder, oder nicht jede Option soll vom Kunden wählbar sein? Machen wir wieder ein Beispiel, die 120 Ampere Batterie für mein Luxus-Entertainment-System oder der zusätzliche 48 Volt Stromkreis. Den soll ja keiner wählen müssen, weil wen interessiert, das interessiert ja den Kunden nicht. Das heißt, es gibt immer Optionen, die sind intern technisch notwendig. Es gibt aber auch Optionen, die sind extern vom Kunden wählbar. So, das heißt, wir haben an sich getrennte Varianzräume. Na, eigentlich hängen die natürlich schon zusammen. Einmal vom Kunden wählbare Optionen. Das heißt die externe Varianz und die bildet sich ab auf die interne Varianz. Hier haben wir einen gesamten Variantenraum, der ist um zumeist technische Optionen erweitert und das ist jetzt die interne Varianz. So, wenn ich empfehle Variantenräume aufzubauen, viele fragen mich, wie machen wir das am besten, immer intern anfangen und dann entscheiden, was darf der Kunde sehen. Damit ist es sehr viel einfacher, also tatsächlich mal schauen, internen Variantenraum aufzubauen, überhaupt sehen, wie variiert mein Produkt, wie will ich mein Produkt variieren lassen. So, jetzt kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wie hängt denn eigentlich die externe und die interne Varianz zusammen? Hier haben viele Unternehmen das Problem, dass quasi externe Konfiguratoren, also eigentlich Vertriebskonfiguratoren und interne Konfiguratoren, das heißt Konfiguratoren, deren Ergebnis eine Stückliste ist, einfach nicht zusammenpassen. So, wie ist der Idealfall, das zu machen? Und da muss man sich ein bisschen im Klaren sein, was passiert da. Wenn ich hier extern vom Kunden wählbare Optionen habe, dann hängen an diesen Optionen Preispositionen. Das heißt, ich erkonfiguriere mir ein Angebot. Das Angebot besteht aus Preispositionen, das heißt Textschnipseln mit Preis. Und der konfigurierte Preis, der geht dann ins Angebot rein und automatisch wird ein schickes Angebot generiert. Typischerweise wollen das die Vertriebler unbedingt, weil Angebot machen, wenn man das nicht hat, ist enorm aufwendig. Das Problem ist aber, wenn man jetzt hier den Fehler macht, dass man diesen Variantenraum nicht mit dem internen verknüpft, dann hat man zwar einen schönen Angebotskonfigurator, intern hat man aber dieselbe Arbeit. Achtung, häufig noch mehr Arbeit, je nachdem, wie man es aufsetzt. Ich habe schon Unternehmen gesehen, die haben über 3-4 Millionen verblasen für einen Angebotskonfigurator, der aber zum Schluss intern keine Stückliste gemacht hat. Das heißt, der Gesamtprozess wurde komplexer. Das heißt, im Idealfall verbinden wir den Variantenraum extern mit dem Variantenraum intern und zwar über sogenannte Zusteuerung. Der externe Variantenraum, da hat der Vertrieb und natürlich das Produktmanagement die Hoheit. Intern hängt jetzt der Variantenraum eben nicht mit Preispositionen zusammen, sondern mit einer 150% Stückliste. Aus der 150% Stückliste wird dann eine 100% Stückliste generiert. Wir brauchen natürlich nochmal Funktionsstruktur und MBOM. Das ist aber ein Thema für einen extra Knowledge Shortcut, den muss man wirklich tiefer legen, um hier ein Verständnis reinzubekommen. Es reicht also völlig aus, dass man sagt, wir brauchen 150% Stückliste, daran hängt der Variantenraum. Wenn ich jetzt Optionen wähle, kommt irgendwann die 100% raus. So, die nächste Frage ist, wer hat denn die Hoheit über den Variantenraum? In dem Fall muss es irgendwo das Produktmanagement geben. Das Produktmanagement erarbeitet gemeinsam mit Entwicklung, Vertrieb und der Geschäftsführung, je nachdem, wie man da drin haben will, den Variantenraum. Das Produktmanagement ist der Herr darüber, das macht die ganze Planung, was kommt da rein, was kommt nicht rein, stimmt es natürlich in diesem Gremium entsprechend ab. Und es ist ganz wichtig und für viele Unternehmen auch sehr, sehr schwierig, sowas zu etablieren. Warum? Meist ist es so, der Kunde ruft so, oh, brauchen wir unbedingt diese Option, jene Option, plötzlich muss die Entwicklung machen. Kein Harnkret danach. Weil das heißt, sonst kommt der Kunde und nimmt den Auftrag nicht. So, wenn Sie Unternehmen noch an der Stelle haben und hier kein klares Bild, ist das wirklich nur einmal, machen wir das überhaupt, wollen wir das anbieten, wollen wir es nicht anbieten, wenn es nicht hier ein Gremium gibt, um das zu diskutieren, dann wird auch Konfiguration scheitern. Und auch das erlebe ich bei vielen Unternehmen, dann versuchen die aus verschiedenen Richtungen Konfiguratoren aufzubauen, die funktionieren aber nicht, zum Schluss scheitern die. Gut. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Thema, nämlich bei der Verbindung, ich muss nochmal zurückgehen, externer, interner Variantenraum, dass wir ja diese grünen dazu bringen müssen.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kombinationen, die müssen wir verbieten. Und diese beiden Themen heißen Zusteuerung und Baubarkeitsprüfung. Hier mal von dem Herrn Sins, der hat eine ganz tolle Dissertation geschrieben, gibt es frei im Internet, wirklich interessant, lohnt sich zu lesen. Habe ich mir mal hier erlaubt, was rauszunehmen. Also, wenn ich eine bestellte Konfiguration habe, dann mache ich als erstes eine Zusteuerung der Optionen. Das heißt, die grünen Optionen, die technischen Optionen werden zugesteuert. Typisches Beispiel wäre Ländercode Saudi-Arabien, großer Kühler. Oder bei unserem Stuhlbeispiel könnte es sein, Luxusausführung Stuhl, gepolsterte Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche. Das wäre eine typische Zusteuerung. So, dann eine Prüfung der Baubarkeit. Die Frage, funktioniert diese Konfiguratorik überhaupt? Kriege ich das zusammen? Wenn ja, alles super. Wenn nein, dann muss ich die Konfiguration stoppen. Und dann kommt tatsächlich die Stückliste des Auftrags raus. Das heißt, wir haben einmal die Zusteuerung, der erweitert die Kundenspezifikation um implizite, also interne Optionen. Und Baubarkeitsprüfung, hier wird einfach eine Regel geprüft, ob denn die Optionen auch zusammenwirken können. So, wenn man jetzt diesen ganzen Dinge zusammennimmt, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben also unseren Variantenraum, wir brauchen irgendwo ein Regelwerk und irgendwo eine Konfigurationsengine. Es gibt Konfiguratoren am Markt, auch in vielen PLM-Systemen und auch im SAP. Die können das an sich alles, aber der methodische Anteil ist eigentlich der schwierige in der Umsetzung. Wir haben also das Regelwerk, das geht in den Datenstamm. Jetzt bei dem klassischen Fall CTO, bei geschlossener Konfiguration, ist er typischerweise im ERP-System, kommen wir gleich dazu, muss nicht so sein. Und was passiert jetzt? Der Kunde wählt die Merkmale aus. Das Ganze geht ins Regelwerk. Regelwerk steuert zu, macht eine Baubarkeitsprüfung. Wenn das Ergebnis ist, ja, okay, das funktioniert, dann geht es in den Datenstamm und man tut Stück für Stück dort die Elemente raussuchen, die man einmal fürs Angebot braucht und einmal für die Stückliste. Und damit hätte ich das Angebot und die Stückliste. Dieses Bild setzt jetzt natürlich voraus, auch das ist wichtig, dass hier der Variantenraum sowohl interne als auch externe Merkmale enthält. So, das war mal in aller Kürze die Grundlagen der Konfiguration. Ich sage mal in einer Druckbetankung. Ich denke, ich mache nochmal einen Knowledge Shortcut, wo man das ganz, ganz ausführlich erklärt. Aber hier erstmal in aller Kürze. Herzlichen Dank fürs Zuhören.